Herzlich willkommen zurück zu The Witness. Der aufmerksame Zuschauer merkt, ich habe mich keinen Millimeter gerührt. Ich bin direkt nach Stopp geht's hier weiter. Ich habe mir keine Verschnaufpause gegönnt, wo ich das hätte tun sollen, fällt mir gerade auf, ich jetzt so einen Schluck trinken bin. Naja, die 20 Minuten werde ich aushalten. Ja, ich habe in der ersten Aufnahme gehört, es war ein bisschen problematisch mit meinem Mikrofon. Das war ab und zu ein bisschen abgehackt. Keine Ahnung. Ich hoffe, das habe ich jetzt in den Griff bekommen. Falls nicht, tut's mir leid. Dann wird es vielleicht auch noch eine zweite Folge Katastrophe sein. Ich möchte halt ungern diese eine Aufnahme jetzt wiederholen, weil ich halt jetzt gespoilert bin und jetzt würde ich halt durch diese erste Aufnahme einfach durchrennen und sagen, ja, hier muss ich hin und da muss ich hin und wo ich hier daddel und darum gucke, gucke ich da hinten hin. Es ist so. Videoqualitativ würde ich sagen, sieht es nicht schlecht aus und deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Ich nehme auch nicht allzu viele Folgen auf, hoffe ich, denke ich mal. Dann könnt ihr selber auch nochmal Gedankengänge dazu äußern, dann habt ihr Chance zu sagen, ob gut sein soll oder nicht. Ja, Freunde, ihr hattet jetzt 1, 2, 3 Tage, ihr wisst es besser als ich, Zeit, euch hierüber Gedanken zu machen. Ich stehe immer noch vor der Herausforderung. Ich weiß, ich soll jetzt alle schwarzen Bubbles hier einfangen. Und ich soll die schwarzen und weißen Felder voneinander trennen und dann an einem der drei Ausgänge enden. Dabei darf ich nicht meine Strahlen kreuzen, wie man so schön sagt. Ja, mal schauen, ob uns das auch so gut gelingt. Ja, das wird hier schon mal nichts, das ist schon mal... Das wollte ich nicht. Das ist der falsche Eingang. Der wird's nicht sein. Weil ich, wenn ich hier rausgehe, dann komme ich halt nur noch... Ihr wisst schon. Wie können wir weitermachen? Wenn ich den hier nehme... Das hier sieht doch aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Weil hier so lang... nicht. Hat doch alles abgetrennt. Nee. Hier geht's auch nicht lang. Ja, hier kann's nicht sein. Da sind wir uns einig. Hier auf jeden Fall ein. So, so. Der schwarze hier. Eigentlich muss ich hier anfangen oder kann ich auch da anfangen? So habe ich mich jetzt gefangen. Auch gefangen. Was ist denn, wenn wir andersrum gehen? Wenn wir das hier so einfangen, das darum einfangen, das hier rum. Wenn wir das nur noch so einfangen, da zählt das auch als gefangen. Ich denke nicht. Nein. Jetzt kommen wir ans Knobeln. Der kann es nicht sein. Was denn, wenn wir
starten. Au, wie ihr bestimmt alle schon lange am Schreien seid. Nee, der konnten wir ja nicht, weil wir den nicht ausgrenzen konnten. Eigentlich muss ich hier anfangen. Aber gucken wir nochmal genau. Den muss ich da halten, den muss ich da halten. Der ist in, der ist in. Ja, wegen denen hier, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich muss auch ausgrenzen. Aber ich muss ja auch nicht da raus. Konzentriere mich irgendwie immer auf den Ausgang. Warum eigentlich? Was ist denn, wenn ich das so mache? Und so. Nein. 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 Ich wieder schwarz und weiß hier. Nee, 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 nee. Leute, Leute. Leute von heute. Wenn ich den so ausgrenzen könnte, das geht aber nicht, weil ich muss da lang. Muss eigentlich sowas tun. Ich so. Ja, da drin. Fange ich euch hier ein. Komme ich aber nicht mehr raus. Ist ja bestimmt am Schreien, diese eine Knubbel hier. Aber die sind jetzt alle innen. Das war, glaube ich, gar kein schlechter Start. Das Start, was ist denn, wenn wir hier. So. Nein. Nein, 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 Moment. Die haben wir jetzt eingesammelt. Wenn ich die jetzt auf die Seite mache, sind sie auf der falschen. Uppala. Oh, das Mauspad ist zu klein. So, darunter. Es könnte länger dauern hier. So. So. Ich glaube, ich muss da unten aufhören. Ich glaube, ich muss hier raus. Komme ich da raus? Indem ich das hier einschneide. Ja, boah. So, hat auch nur 9 Minuten lang gedauert. Tut mir leid für die Leute, die jetzt schon seit 8 Minuten am Rumschreien sind. Ich bin halt nicht so klug. Aber ich habe trotzdem Spaß am Rätseln. Die sind drin. So, ich möchte mich hinhocken. Leute. So. Wir haben es geschafft. Da ist ein Balken. Und hier passiert dann irgendwas. Dann tun wir das doch mal. Oh ja. Oh ja. So, so, so. Darf ich das mitnehmen? Soll da so Snake-mäßig?
Oh, das erinnert mich gerade an Tabaluga TV. Kennt ihr das noch von früher? So, ihr müsst euch den Weg merken und dann geht er weg und dann müsst ihr den wieder abschreiten und wenn ihr irgendwo falsch tippt, dann seid ihr raus. Also umgedrehtes S. Die Frage ist, wo ist denn jetzt hier oben und unten, ne? Also geht das so von links nach rechts? Oder von oben nach unten? Von rechts nach links vor allen Dingen, nicht von links nach rechts. Und wofür ist das? Knifflig. Vorne war doch noch so eine Tür, ne? Die habe ich wohl gesehen. Die ist wohl von der anderen Seite geöffnet. Darf ich da von der anderen Seite ran? Oder wäre das Schiebung? So, das merken wir uns jetzt mal. Es ist in unser Gehirn eingebrannt. Das haben wir gemacht. Ah, oh, immer diese Leertaste und sie funktioniert nicht. Haben wir auch gemacht. Wollen wir jetzt einfach dem Weg folgen? Daraus. So ein Wald. So ein Steppengebiet. So. Mini Grand Canyon. Was ist das denn? Fliegende Steine? Ach, das ist Wasser, ne? Das ist Wasser. Stecken Steine im Wasser. So, so. Das ist aber nicht das Rätsel, was wir wollten. Schützen. So, ja. Geht ein Kabel lang. Kabelkanal. Oh, ist das eine Frau? Ist da eine Frau? Eine Meerjungfrau? Ist das, soll das eine Meerjungfrau sein? Jungfrau oder eine Frau? Also mit meinem Talent wird das bestimmt so eine 100 Folgen Let's Play Session. Das Karl möchte ich da nicht drin haben. So. Los hübsch. Los hübsch. Los fein. Ich habe mir auch noch gar keine Gedanken über Thumbnails gemacht, muss ich mal ganz ehrlich behaupten. Also auch da seid ihr wieder schlauer als ich. Mein Zukunfts-Ich wird das auch wissen, aber ich jetzt gerade, mein Vergangenheits-Ich, mein jetziges Ich, das weiß das nicht. Von daher weiß ich nicht, ob es eventuell sinnvoller ist, das irgendwie unten links zu positionieren, weil rechts ein Logo ist. Oder? Naja, mal schauen, ob ich irgendwas mit den Screenshots anfangen kann. Oder vielleicht gibt es ja auch nur so ein. Das ist ja lustig gemacht. Hui. Cool. Ja, Meister der Halbsätze und so. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Wir haben hier ein paar Vasen. Ein paar Vasen. Stehen hier so. Gut. Und da oben kommen wir. Hier raus. Bootsanleger, kann ich schwimmen? Oh, schade, ich darf nicht schwimmen. Aber ich kann mir jetzt hier noch mal Krähenfüße, oder? Das ist eine Harpie? Die doch aber Flügel. Also, vielleicht auch das ist Spiegelung. Man sieht ganz schlecht, dass das eine Wasserspiegelung sein soll, finde ich. In irgendwie ein paar Wellen, aber da hinten sind Wellen. Seht ihr das? Da? So? Da sind Wellen. Ach ja. Was haben wir hier? Eine Brennkammer? Können wir anmachen, oder was? Ja, die ist in einer Schlaufe geführt. Ach, die geht raus, genau. Und das hier, das geht hier ran. Na?
geht nach hier hinten. Hinten herum. Eine Sandburg. Wie cool ist das denn? Hier liegt überall Material rum für irgendwelche Töpferarbeiten und die machen eine Sandburg. Auch cool. Aber für sowas bin ich ja zu haben. Das finde ich ja toll. So, bin ich jetzt hier wieder gespiegelt? Ja. Wunderbar. Machen wir hier wieder ein bisschen hübscher. Ach so, dann geht's hier jetzt wieder weiter, okay? Oh, da musste ich kurz husten. Habe ich mich schnell gemutet, hoffe ich. So, da komme ich ja nicht lang. Also, da so. Gehen wir darum. Darf ich nicht? Also so. So und hoch. Ja, da kann ich nicht lang. Dann gehen wir da lang. Um. Da ist wieder unterbrochen. So, so, so und so. Also für dieses Spiel brauche ich definitiv ein neues Mauspad. Ah, da habe ich dieses Mal kein Geld mehr für arme Studenten. Armer, armer Studenten. Sie mir streamen, ne? Spenden. Obwohl, ich habe ja hier auf meinem Kanal, habe ich auch unten irgendwo Tippy Stream, glaube ich, verlinkt oder so. Auch fleißig spenden mit. Ein Spaß. Kein Zwang. Achso, da darf ich nicht rein. Okay. Da ist gesperrt. Ach, die sind hier durch die gesperrt. Ah, das verstehe ich. Das verstehe sogar ich. Da kommen wir jetzt in der Mitte zusammen. So. Einmal. Oh, oh. Cool. Muss ich jetzt den zweiten auch noch machen? Darf ich jetzt den zweiten auch noch machen? Ach, der zweite geht gar nicht. Doch. Da. Oi, Leute. Das ist sehr verwirrend so auf dem Kopf. Da lang. Hier. Weiß gar nicht, ob mir das was bringt, das jetzt hier nochmal. Nö, hätte ich mir aussuchen können. Sehr gut. Was musst du? Ah ja. Also du aktivierst hier schon mal. Ach so, jetzt. Ah, jetzt geht's hier weiter. Folge den Lichtern. Das kann ich. Ach, das. Okay, jetzt muss man so verquert denken. Da komme ich auch nicht lang. Ach so, ich. Das war doof. Das war sehr doof. Da darf ich nicht lang. Auch nicht lang. Da darf ich nicht lang. Hoppala. Das war nicht geplant. So, ich kann ja leben. Klar. So, du leuchtest. Können wir da weiter. Oh, komme ich da überhaupt dran? Das ist weit hier. Was ist das hier überhaupt für Stäbe? Brennt man damit irgendwas? So Töpferstangen? Ich weiß es. Muss jetzt hier noch mal ran schaffen. Seid hier bestimmt schon wieder am Fluchen. Da nicht, da nicht. Och, so. Nein, nein, nein. Das verwirrt mich jetzt. Wir fangen da an. Da darf ich nicht lang. Da darf ich lang. Da darf ich nicht lang. Da darf ich auch nicht. Da darf ich. So. Oh mein Gott, das flattert hier rum. Oh, das hängt runter.
Das ist unfair. Das nenne ich Schiebung. Alter, guckt euch das an. Boah, so. Ganz, ganz leicht auseinandergelaufen, würde ich behaupten. Ganz leicht. So laufen wir im Kreis rum. Ich glaube, jetzt sind wir hier durch. Aber warum geht da hinten die Anzeige nicht? Warum geht diese Anzeige nicht? Leute, ich würde sagen, das sieht so aus, als hätten wir dieses Kapitel auch schon wieder hinter uns. In der nächsten Folge werden wir vorrücken zum nächsten Räumchen. Ich glaube, das war das da oben. Ja, seht ihr, da sehen wir schon leuchten. Da glimmert schon. Das seht ihr denn in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dieses Mal hat das Mikrofon geklappt und in den nächsten Folgen natürlich auch. Ich wünsche euch noch viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.